Wir haben ein bisschen Pech mit dem Wetter. Jetzt hat es gerade wieder angefangen zum Regnen. Jetzt war der Boden nass. Morgen hier aus dem Automotodrom Brno. Wir sind heute hier, um für euch den Michelin Power Performance Reifen zu testen und vor allem mal Vergleiche zu ziehen, was kann denn der Reifen gut, was kann er vielleicht nicht so gut, was kann er im Verhältnis zu Bridgestone, Pirelli und Co. Speziell Pirelli-Segment kann man diesen Reifen vergleichen, weil es doch ein sehr performanter Reifen ist, deswegen auch der Name Performance, hat jetzt nichts zu tun mit einem anderen von Michelin, sondern es ist speziell hier die Performance-Schiene. Und durch das, dass ich die Rennstrecke hier relativ gut kenne und relativ gute Rundenzeiten auch schon als Referenz nachweisen kann, haben wir uns gedacht, gehen wir hierher mit dem Tom Ecker, mit der Bikebox 79, der von Michelin schon sehr viel Ahnung hat, weiß, welche Mischungen gehören wohin, zu welchen Temperaturfenstern. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Ich bin mega gespannt, wie der Reifen performiert. Und ja, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus in unseren ersten Turn. Bis gleich. So, an den Start gehen wir mit einer Honda Fireblade SC82, also die Dreifach-R von der Firma Gesselbauer. Hat uns die zur Verfügung gestellt. Danke dafür an der Seite. Das Motorrad ist ein Kit-Motorrad. Mit Öhlins Closed Cartridge an der Vorderachse und Öhlins RSP 40 an der Hinterachse. Also das ist ein richtiges Rennmotorrad, wo der Gerold Gesselbauer, der Besitzer von dem Motorrad, in der Alpe Adria fährt. Wir haben vernünftige Bremsen, wir haben vernünftige HRC-Kit-Elektronik. Das heißt, wir haben eigentlich alles, was wir brauchen. Wir haben jetzt schon mal vorgesorgt und haben jegliche Reifenumfänge, beziehungsweise Radius oder Umfang, je nachdem, in die Elektronik eingetragen. Somit weiß das Motorrad, welcher Reifen vorhanden ist, weil die verschiedenen Reifen haben verschiedene Umfänge. Da gibt es von den Herstellern dementsprechende Angaben, was man da einstellen muss. Und somit haben wir eigentlich eine gute Vorbereitung. Unseren ersten Turn gefahren hier mit der Honda und dem Michelin Power Performance. Wir haben auf der Vorderachse eine Medium-Mischung drauf und auf der Hinterachse auch die Medium-Mischung. Hat den Grund, die Temperatur ist schon relativ hoch, obwohl es noch früh am Morgen ist. Von dem her geht man da bei dem Michelin mit der Mischung in Richtung härter, wenn es wärmer wird. Und das hat jetzt in Brünn ganz gut gepasst. Gut, der Reifen war jetzt neu. Vorderrad gibt ein schönes Gefühl, so aus erster Perspektive mal. Hinterrad, Grip war in Ordnung für Brünn-Verhältnisse. Jeder weiß, dass der Brünn-Grip-Level so ein bisschen so ist. Ne? Da schimpfen ja schon viele. Ist auch wirklich ein Problem. Der Asphalt ist sehr abgegriffen. Und jetzt aber auf die paar Minuten muss ich sagen, obwohl wir schon ziemlich angezogen haben, war es jetzt eigentlich ganz okay. Von dem her, jetzt muss ich mir ein bisschen in mich kehren und noch mal ein bisschen das Revue passieren lassen. Die SATA-Recording anschauen, wie das Motorrad in der Balance steht. Das ist auch ganz wichtig, darf man nie vergessen. Es kann sein, dass wir noch das eine oder andere abstimmen müssen. Ich habe das Gefühl, dass ich in den Wechselkurven kann ich nicht gut ausholen. Das könnte ein bisschen eine Geometriesache sein. Das schauen wir jetzt am SATA-Recording an. Also, bis gleich.
gibt es insgesamt 5 attraktive Hinterreifen, die wo sie ihren Anwendungsbereich finden. Und davon heben sich dann 3 Stück ab, wo ich sage, das ist so die Überkategorie der wirklichen Sprintrenn-Einsatzfamilie, mit der was wir gefahren sind. Die, wo richtig Grip haben. Genau, die ist, was einfach obere Level angesetzt ist, genau. Okay. Und welche Mischungen haben die dann exakt? Wie betiteln sie die? Das ist die Medium-Familie. Das fängt an mit Medium Soft, Medium und Medium Hard. Man kann, genau, es sind 3 Stück in der Medium-Familie und das sind im Endeffekt, je nach Asphaltbeschaffenheiten und Umgebungstemperaturen und Asphalttemperaturen, kriegen die ein Einsatzgebiet. Ist streckenspezifisch ein bisschen zum Wasserfahren. Hier in Brünn zum Beispiel haben wir es jetzt dort so einkategorisiert, dass wir ab 20, 25 Grad fahren wir den Medium Soft, ab 30 Grad steigen wir auf Medium und ab 40, 45 Grad bei hochsommerlichen Bedingungen geht es mit Medium Hard los. So, da haben wir jetzt unser Data Recording System. Da ist einmal ganz wichtig, dass man sieht, was ich mit der Bremse mache und speziell, wie das Fahrwerk steht, in welchen Fahrsituationen. Das sind für mich entscheidend. Einmal, was haben wir einen Federweg an der Vorderachse beim Hauptbremsen? Wie ändert sich der Federweg beim Bremselösen? Und wie steht das Motorrad in der Balance? In dem Moment, wo ich die Bremse ausgelassen habe und kurz bevor ich ans Gas gehe, also Stutzgas, anlege. So, das ist eigentlich der Punkt, wo man meistens maximal Schräglage hat und der ist für mich sehr entscheidend, weil da möchte ich eigentlich so ein ausgeglichenes Motorrad wie nur möglich haben. Und durch das, dass jeder Reifen unterschiedliche Radumfänge hat, kann es sein, dass das die Geometrie vom Motorrad beeinflusst. So, und ich habe jetzt das Problem, dass ich beim Bremsen relativ tief vorne stehe, möchte jetzt aber nicht härtere Federn haben, sondern wir heben jetzt das ganze Motorrad über den Gabelüberstand ein bisschen an und hoffen, dass wir somit ein bisschen ein wendigeres Motorrad kriegen und weil der Hebel quasi höher wird. Und das ist das, was wir hier alles in dem Data Recording sehen. Und so kann man eigentlich Step by Step hergehen und ein Motorrad und ein Fahrwerk perfekt auf den Reifen abstimmen. Also, das machen wir jetzt einmal und dann fahren wir nochmal raus, würde ich sagen. So, wir tauschen jetzt einmal die Feder, weil ich die Vermutung habe, dass das Motorrad am Scheitelpunkt vorne ein bisschen tiefer stehen muss, damit es besser turnt am Stützgas. Da, beim Bremsen passt zwar, da habe ich noch Reserve, deswegen, wir haben jetzt vor der Achse 2 10er Federn drin gehabt und wir gehen jetzt mal runter auf 9,75, sprich wir tauschen eine Seite von 10 auf 9,5, können wir sie mischen, das ist kein Problem, das funktioniert ganz gut. Ich habe ein bisschen abgenommen, deswegen brauchen wir ein bisschen softere Federn, als da jetzt im Moment drinnen sind. Ansonsten, zweiter Turn war ganz gut. Schon ordentliche Rundenzeit, Feeling passt. Wir arbeiten uns Step by Step an das Ganze ran. Der erste Eindruck, was ich jetzt von dem Michelin an der, vor allem an der Hinterachse, Vorderachse brauche ich noch ein bisschen, was ich an der Hinterachse auf jeden Fall sagen kann, ist, dass auch wenn der vom Grip-Level abbaut, er hat keinen so einen starken Drop-Off, da wo du sagst, jetzt ist es unfahrbar, sondern es ist minimal und dann sehr lang konstant und sehr handelbar. Also das muss ich sagen, das gefällt mir sehr gut, weil er sich gut ankündigt. Das macht zwar der Pirelli auch gut, aber das gefällt mir jetzt vom Michelin hinten fast noch besser. Der von Anfang an so ein bisschen eine Dynamik entwickelt, wo er sehr früh dann anfängt zu sliden, aber in diesem Bereich bleibt. Das heißt, man braucht eigentlich nicht erschrockenes Gas zu machen, sondern man kann eigentlich draufbleiben und zieht und das Moped dabei ein bisschen aufrichten. Und dann geht es in einen ganz einen schönen Driftwinkel und lässt sich super schön dosieren bzw. handeln am Hinterradschlupf quasi. Und das gefällt mir jetzt einmal richtig, richtig gut. Somit, ja, wir haben jetzt das Hinterrad, wie gesagt, das 3 Turns alt, ist jetzt durch. Und jetzt machen wir dann nochmal was Neues rein und dann schauen wir mal, was zeitentechnisch noch geht. So, das ist jetzt welcher Reifen?
Medium Hard ist vom Temperaturfenster am oberen Level zum Aussetzen. Ist ein bisschen bei den Bedingungen grenzwertig, aber wir hoffen, dass die Wolken weg sind und dann sind wir sicher im Temperaturfenster. Und dann sollte es läuten, zeitlich. Das geht richtig quasi. Das greift einmal richtig ein, ja. Okay. Jetzt kommen wir zum extrem positiven Faktor und das ist einmal das Feeling an der Hinterhand. Ich meine, der Pirelli, den aktuellen Big Size machen das schon sehr gut. Das, wenn sie dir ankündigt, wenn du das Gas aufmachst, dann slidet er leicht weg und dann macht er einen gewissen Driftwinkel. Der hält sich und dann kannst du ziehen und du machst Meter. Und das macht der Pirelli schon sehr gut. Aber wie das der Michelin macht, ist phänomenal. Also dieses, du hast permanent eine Kommunikation mit dem Hinterrad und du hast, auch wenn der Reifen abbaut, wo wir da am ersten Tag diesen Long Run gefahren sind und haben da 40 Runden auf das Hinterrad raufgefahren, da wo am Schluss schon nichts mehr drauf war und wir sind trotzdem noch 10er Zeiten gefahren, das war nicht so, dass ich sage, ich renne mir jetzt das Hirn ein, sondern das war an ein paar Stellen, wo du gewusst hast, hier geht einfach nicht mehr so viel, hier komme ich nicht mehr so schnell aus dem Eck raus, aber du hast in maximaler Schräglage trotzdem keine Angst nicht gekriegt. Jetzt hat es gerade wieder angefangen zum Regnen, jetzt war der Boden nass, trocknet jetzt zwar wieder aus, jetzt haben wir noch eine Möglichkeit zu fahren, kurz vor 17 Uhr, kurz vor Eventschluss hätten wir noch eine Möglichkeit, jetzt müssen wir jetzt noch abwarten, ob es bis dahin nochmal trocken wird, das ist natürlich die Frage, wenn es nasse Flecken gibt, ob wir da jetzt den neuen Hinterreifen nochmal zerschießen, wenn nicht, dann muss die 206 stehen bleiben, dann wurde es nicht schneller, dann ist auch okay, aber ich hätte jetzt schon noch gern nochmal eine Schippe draufgelegt, aber wenn es nicht sein soll, dann soll es auch nicht sein, deswegen schauen wir mal, ob es noch geht und wenn nicht, dann ist es so. Jetzt einmal noch kurz, bevor wir auf die Fahreigenschaften ein bisschen eingehen und auf die Luftdrücke, gehen wir noch mal kurz zum Vorderrad. Wir haben gestartet mit einem Performance Soft, und dann sind wir zum Medium Vorderrad. Gibt es da noch ein drittes Vorderrad? Es gibt noch ein drittes Vorderrad. Das ist die Hardmischung an der Front. Bin mir aber nicht einmal so sicher, ob es noch so lange geben wird, weil sie wollen die Produktpalette natürlich ein wenig in der Gruppe, warte mal kurz,
ohne Helm. Sie wollen die Produktpalette natürlich auch überschaubarer für den Endkunden machen und es ist ein Sortierungsprozess auch gerade da. Der Hart vorne, das ist dann wirklich für den Fahrer, der was wirklich weiß, was er will und was er braucht. Also Only Marquez hat es einmal geheißen, so im Insider-Slang von Michelin. Das ist schon auf der ziemlich straffen Seite von der Karkasse. Ja. Da muss man schon wirklich bremsen und nicht mehr rollen, sage ich jetzt einmal. Okay, das kann ich jetzt, also ich habe jetzt den Eindruck vom Soft, der war relativ einfach zum Fahren, habe aber bemerkt, dass er, wenn es dann richtig schnell geworden ist, dass er sich auf der Felge schon ein bisschen, auch, also er hat sich ein bisschen gewalkt, er hat sich besser angekündigt, er war dann ein bisschen knautschiger, hat sich aber nicht schlecht angefühlt, im Gegenteil, hat mir ein gutes Feedback gegeben. Und als wir dann gewechselt haben auf die Medium fahren, habe ich gesagt, boah, das ist jetzt wie auf Messerschneide. Also er geht so direkt auf der Bremse und auch ohne Bremse zum Scheitelpunkt ran. Das war schon eigentlich enorm, dass man eigentlich schon fast sagen kann, bei warmen Bedingungen ab 30, 35 Grad. Also ich bin da selber sogar schon 20, 25 gefahren, okay. Aber man muss ein bisschen kategorisieren, wie das ja wegen, ist vom jeweiligen Händler, mit wem man zusammenarbeitet, im Reifensegment ein wenig abhängig. Man muss ein wenig vom Fahrertyp natürlich auch, kommt aufs Tempo drauf, aber die Temperatur hält natürlich nur schneller Fahrer drinnen, sage ich jetzt einmal. Der Softreifen ist eigentlich der Reifen, wo ich sage, den kannst du ab 10, 15 Grad, wo es vorne losgeht, kannst den Reifen fahren und nach oben Ende ist jetzt nicht unbedingt der Grenze gesetzt. Du kannst dann aber 40 oder 50 Asphalt fahren, du kannst ein bisschen mit Luftdruck nachhelfen, dass du sagst, okay, ich fahre dafür nicht mit 2,4, sondern mit 2,5 Luftdruck, dann stabilisiert sich die Karkassen ein bisschen mehr. Wenn man aber dann ein wenig mehr Führung möchte und es ist vor allem der Medium dann durch die direktere und steifere Karkasse sehr, sehr leichter zum Fahren. Mhm. Er erleichtert nicht das Handling, er wird natürlich dadurch das präziser. Du brauchst ja weniger Kraft, du ziehst weniger und würde ich mir sagen, unter 25 Grad, für den stark ambitioniert, aber ab 25 Grad geht das Einsatzgebiet so los, sage ich jetzt mal, ja, für den Reifen und auch eher am Tausenderfahrer angelehnt. So, wir haben uns jetzt auch einen kleinen zweiten Eindruck von den Michelin Power Performance Slicks quasi geholt und zwar von einem meiner besten Kunden. Der hat hier in Brünn eine Bestzeit von 2,12, sprich flotter, oberer Kunde von den Rundenzeiten her und auch deren Eindruck ist natürlich interessant. Und er ist immer ganz viel Pirelli gefahren, weil er mit ihm ganz gut klarkam. Vom Grip-Level hat er gut gepasst für ihn. Und wir haben gesagt, jetzt probier doch einfach mal den Michelin, dass wir jetzt nicht nur meine Stimme dazu haben, sondern eben auch die Stimme von jemand anders. Und ja, es war natürlich so, dass er dann gleich einmal ein paar nachgeordert hat. Also ich war wirklich positiv überrascht, nachdem du ja gesagt hast, dass der Reifen so anders ist und ich auf den Pirelli schon geschworen habe, weil der letztendlich wirklich so gut funktioniert hat in meinen Augen. Dann habe ich gedacht, naja, jetzt lassen wir mal überraschen. Aber das Resultat, was wir da gehabt haben, das war echt eine Schau. Also auch für mich als, sag ich mal, mittelmäßiger Fahrer wirklich wow. Echt cool. Ja, jetzt werde ich mit Michelin in Kontakt treten müssen, weil ich brauche ein paar von denen, glaube ich. Das ist, kaufen kannst. Ja, oder? Genau. Eine Sache noch zum Abschluss, Thema Luftdrücke. Was sind denn die, weil ich meine, ich habe jetzt den Support von dir gehabt, ich habe mich um nichts kümmern brauchen, ich bin da auf dem Hocker gesessen, habe den Helm rauf da und bin losgefahren und du hast die ganzen Luftdrücke gemacht. Mit welchem Luftdruck müssen wir draußen rumfahren? Also vom Luftdruck ist es so, die Von-Bis-Fenster, was Michelin in ihre Rennsportunterlagen angibt, die sind klarerweise einfach grundsätzlich zum Heranziehen. Aber es gibt ein paar so Basics, das, was jetzt gar nicht auf Michelin bezogen ist, sondern das, was einfach auf das Reifenthema und auf die Reifenherangehensart zum Anwenden ist. Und das ist, wie ich den Reifen vorbereite, wie ich ihn während der Heizphase begleite, wie lange ich ihn heize und so. Und das sind Sachen, da wird oft so, ja, weiß ich. Aber irgendwie macht es keinen richtig. Ja. Das ist die nüchterne Wahrheit. Also da wird dann vorher einmal gemessen in der Früh und ist unter der Heizdecke und dann hat es Außentemperaturen 20 Grad und der Reifen 100 und keiner stellt das ein. Und dann fahren wir mit 2,5 und dann kommt man im Endeffekt wahrscheinlich mit 2,2 einer. Also es ist ganz wichtig, die Temperatur muss angegeben sein, das sind Fahrdrücke. Das heißt, wenn du da draußen nach der fünften Runde zu mir in die Box kommst, die wir es ab und zu gemacht haben, dann will ich den Druck abgleichen und dann brauche ich den Druck. Ja. Und nicht, wenn ich rausfahre unter der Heizdecke. Weil da ist es mir wurscht, da kann ich ein paar haben. Ja. Ich will, im Ist muss das bringen, weil sonst bringt das ganze Fahrwerk eigentlich nichts. Ja. Also viele Schaukelereien und Wacklereien sind ja auch sehr oft nicht vom Fahrwerk, sondern nur, weil einfach der Luftdruck im Fahrbetrieb nicht passt. Ja. Da kann man oft Aussagen mit, hey, nach der dritten Runde schaukelt es. Ja, dann schaut einmal den Luftdruck an nach der dritten Runde, was da los ist. Also, und das Delta darf man nicht unterschätzen. Ja. Du weißt es, was Wind alleine ausmacht. Also die Umstände sind wichtig. Und am Vorderrad, zum Druck jetzt speziell auf Michelin, die geben an von 2,3 bis 2,5.
wobei ich eher Richtung 2,5 fix tendiere, weil es am Vorderrad immer eher die Tendenz hat, dass ein bisschen was rauskommt. Also wenn man jetzt das Standardheizdecken nimmt ohne Temperatureinstellung, die heizen meistens so 80, 85 Grad. Es wird selten einer mit 80, 85 Grad im Amateurbereich reinkommen und da bist du meistens so bei 60 bis 70 Grad. Und das heißt, du verlierst so in der Regel 0,1 bis 0,2 an der Vorderachse, deswegen 2,5. Der richtige Zugang ist dann, du kommst rein nach dem ersten Turn, wo du sagst, du bist konstant durchgefahren, das ist ja auch wichtig, und jetzt dann rumpendle da draußen, wenn die Outlap ist, und dann gleiche ab und korrigiere dann dorthin. Und das Ganze an der Hinterachse an. An der Hinterachse würde ich mal so loslegen bei 1,6. Wenn du ein bisschen auf Longrun-Eigenschaften schaust, kannst du auf 1,65 gehen, aber er sollte nach und vorne nicht über 1,7 sein. Und Herz auf mit Niedrigdruck, mit 1,4 oder 2 oder was ich, was da für ihre Tendenzen gibt. Das macht nur alles kaputt und macht alles kaputt. Also das ist auch gefährlich irgendwann. Also die Hersteller denken sich schon was, wenn sie sagen, hier geht's los. Man kann da schon mal runtergehen, 1,55, 1,5 haben wir auch genommen, wenn es brennheiß ist. Und wir wissen, der neue Reifen spinnt und durch den Spin bringe ich dann die 0,1, 0, 0,15 rein. Also ich habe immer geschaut, dass wir mit 1,6, 1,65 reinkommen. Ja. Da sind wir teilweise mit 1,5 raus. Aber da muss der Fahrer das auch können, dass er den Reifen spinnen lässt. Ja. Wenn du jetzt einer 2,15 fährt, der spinnt nichts. Heißt, der rollt da. Und beim Rollen, da gebe ich Luft, eine Temperatur ab. Ja. Ja, okay, das ist auf jeden Fall schon mal gut für diejenigen, die interessiert sind dran, früher oder später mal den Michelin zu testen. Ich kann es... Ein Tipp fällt mir noch. Ja. Ein Tipp, was ich noch oft sehe, ist, auch wieder übergreifend. Die Jungs gehen zum Reifenmonteur, da haben von der Hand die Reifen montiert und dann wird einer da, keine Ahnung, drei Paar vorne und zwei Paar hinten. So geht es irgendwo aus nochmal. Und dann steht der Reifen so drei Wochen im Hänger und dann fährt er im Ring. Und das sind zum Beispiel Sachen, was man sich mal von der Grundtechnik überlegen müsste. Also es ist schon geraten, bei wirklich hochwertigen Rennsportprodukten den Druck, den vorgeschriebenen Druck, auch permanent drinnen zu halten. Also ich richte die Reifen her, wie es für die jetzt war, die haben vorne 2,5, hinten 1,5 zum Vorbereiten. Im kalten Zustand, dann baue ich die ein und ich begleite den mit dem Druck auch immer wieder mit Ablassen im Erhitzen. Dass der jetzt nie so drei Bar kriegt und hinten zwei Bar. Man muss es so verstehen, der Gummi ist warm und was macht der? Der bewegt sich, der dehnt sich. Jetzt wird das alles heiß, hat 100 Grad und dann hast du da zwei Bar, der bläst sich auf wie Luftballon. Und wenn ich dann ein Ventil aber runterlasse von 2 auf 1,5 und dann gehe ich noch 10 Minuten hinten jetzt nochmal, dann habe ich nicht 1,5, dann habe ich meistens wieder 1,6 oder 1,65. Weil sie ja die Karkassen wieder zurückzücken, da komme ich auch und das staucht den Luftdruck wieder auf. Und das sind so Kleinigkeiten, wo man schon immer wieder einfach Anwendungsfehler sieht und dann das Produkt schlecht kriegt wird. Ja, super. Ihr seht schon, ich habe einen absoluten Profi an meiner Seite gehabt. Schaut gerne mal beim Tom auf der Homepage vorbei, wenn ihr so einen Reifen mal testen wollt. Ich kann euch das echt ans Herz legen, in den momentanen Zeiten braucht man Alternativen, wenn manche anderen Hersteller nicht liefern können. Ich habe richtig Spaß gehabt mit dem Michelin, mit dem Performance. Und konnte mit einem fremden Bike hier Bestzeit fahren und von dem her war ich echt happy. Mir hat der Reifen Spaß gemacht. Du Tom, ich bedanke mich für deinen Support und ich wünsche uns noch einen schönen, angenehmen Feierabend. Ja, ich dir auch. Hat mir echt Spaß gemacht. War erfahrungswert für mich, genauso wie für dich, mit dem coolen Bike dazu. Ja. Hat voll gepasst. Wir sagen danke an den Gesselbauer, Gary, für das Motorrad. Und gebt uns gerne einen Daumen hoch für dieses Video und abonniert auch gerne den YouTube-Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Wir sehen uns bestimmt beim nächsten Video wieder. Bis dahin und ciao. Ciao, danke.